Hi Leute, in dem Video geht es um drei Gründe, warum du dich vitaler, frischer, lebendiger, gesünder ernähren solltest. Okay, und zwar möchte ich heute mal auf ein simples Prinzip in der Ernährung eingehen, das du direkt umsetzen kannst, wenn du das Video hier schaust. Wo du das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, wenn du in deinem Haus an den Kühlschrank, an deine Vorratskammer gehst, direkt schauen kannst, ob das zutrifft. Und diese eine goldene Regel lautet eigentlich, wie frisch, wie lebendig ist das, was du zu dir nimmst? Wie vital ist das? So, was meine ich mit lebendig? Also der erste Punkt ist, lebendiges Essen bedeutet, wie es jedes Tier auf diesem Planeten macht, jedes Lebewesen auf diesem Planeten macht. Draußen in der Natur unterwegs, wie der Mensch es auch mal macht und hat Hunger. So, möchte was essen. Und dann sieht es was, je nachdem, was es für ein Lebewesen ist, hat es seine Sinnesorgane genau darauf ausgerichtet und weiß genau, was zu tun ist und was zu essen ist und geht dann hin und isst es einfach. So lebendig und frisch, wie es in der Natur vorkommt. Geht zum Baum, nimmt sich eine Frucht, einen Apfel und isst die. Direkt, frisch, roh, unerhitzt. Und das ist der Punkt. Jedes Lebewesen auf diesem Planeten macht's. Und auch der Mensch hat's immer gemacht. Aber jetzt mittlerweile ist so viel an dem, was wir essen, Monate alt, vor Monaten zubereitet, abgepackt und einfach völlig tot, was im Supermarkt steht. Und das ist eben der Riesenpunkt. Wenn du selber lebendig sein möchtest, wenn du selber energetisch frisch ausgeglichen sein möchtest, klar im Kopf, nicht diesen Nebel im Kopf haben möchtest und auch wirklich Energie haben möchtest, dann ist es super wichtig, was du hier in deinen Körper reinsteckst. Weil man kann nicht erwarten, dass man irgendwas Totes in sich reinstopft. Irgendwas, wo vor Monaten gekocht wurde, zubereitet wurde, abgepackt wurde, eingeschweißt und es dann isst, dass man dann lebendig und vital ist. Das macht kein Lebewesen auf der Welt außer der Mensch oder unsere Haustiere. So, und bei unseren Haustieren kann man auch immer mehr beobachten, dass die dieselben Krankheiten bekommen wie der Mensch. Und das ist der Punkt. Wenn du roh, lebendig dich ernährst, dann wirst du auch lebendiger, fitter, vitaler, klarer. Und es kommt auch mehr Lebensfreude. Und der zweite Punkt ist eben, warum du das machen solltest, wenn du mal die Ernährung anschaust. Wenn du Lebensmittel anschaust, wenn du Pflanzen anschaust, dann sind da Enzyme drinnen. Und wenn du deine Nahrung extrem erhitzt, extrem lange erhitzt, und das dann eben noch Wochen, Monate davor, dann werden diese Enzyme zu einem großen Teil abgetötet und sind nicht mehr aktiv. Und diese Enzyme sind notwendig für die Verdauung. Und dein System kann es gar nicht richtig nutzen. Du tust praktisch nur was rein, aber dein System kann es nicht richtig verdauen. Und das ist super wichtig. Wenn du fit und vital sein möchtest, dann ess einfach so lebendig, so frisch wie möglich. Vielleicht hast du sogar einen Garten und kannst im Sommer einfach draußen auf die Wiese gehen und nimmst dir einen Salatkopf. Perfekt, so frisch wie möglich, direkt aus der Natur. Wie es jedes Lebewesen ursprünglich mal gemacht hat. Und wenn man sich einfach daran orientiert und schaut, okay, wie kann ich mich immer frischer, lebendiger ernähren,
dann wirst du erfahren, was das mit dir macht. Wie du fitter, vitaler und gesünder wirst. Du kannst es nämlich auch beobachten, so dieser dritte Punkt, und sehen, wenn du einen Apfel in die Erde steckst, dann wächst da ein Baum raus. Wenn du einen Samen in die Erde steckst, dann wächst eine Pflanze draus. Das bedeutet lebendig. Wenn du was erhitzt hast, wenn du es völlig denaturiert hast, dann wächst da nichts mehr draus. So, dann kannst du den Samen in die Erde stecken, wenn du ihn mal erhitzt hast, und da wächst nichts mehr draus. So, umso frischer, umso besser. Das ist ein Riesenpunkt. Dafür ist unser System, unser Körper ursprünglich gemacht, wie bei jedem Lebewesen, so wie es in der Natur vorkommt, es zu essen. Und wenn du was erhitzt, dann am besten nicht alles. Iss erstmal einen rohen Salat und dünste danach Gemüse oder sonst was. Aber erhitzt nicht deine ganze Mahlzeit. Und wenn du es erhitzt, dann mach es trotzdem frisch und ess es direkt danach. Lass es nicht Wochen irgendwo stehen. Das würde in der Natur nicht passieren. Wenn du in der Natur was kochen würdest oder sonst das Feuer hattest, dann als Mensch, dann nimmst du es, bereitest es direkt zu, aber hebst es nicht wochenlang auf, nachdem du es gekocht hast. So, umso frischer, umso besser. Das ist die goldene Regel. Und ich hoffe, dir hat es weitergeholfen. Und es waren ein paar neue Impulse dabei. Ein paar neue Blickwinkel. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne mal einen Daumen nach oben. Und ja, wenn du auch dabei bist, wirklich deine Ernährung da Schritt für Schritt hin umzustellen, dann komm auch gerne mal in unsere Facebook-Gruppe rein. Bin ich auch jede Woche mal kurz live, ziehe mir ein, zwei Fragen raus. Und ja, dann können wir schauen, was du da für Schwierigkeiten hast und wie du da wirklich immer mehr in diese Richtung gehen kannst. Ansonsten dir einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.